selber machen, kann ich jetzt hier nichts erzählen. Bin auch mal gespannt, so der erste Teil wird so ein bisschen allgemeiner sein zur Biologie der Pilze, also wie die so leben. Einige von euch haben ja schon angedeutet, dass ihr euch da ganz gut auskennt. Trotzdem vielleicht nochmal schön, das jetzt so zu sehen. Ich gebe euch als erstes mal noch einen Überblick, was wir so ungefähr machen an diesem Wochenende. Also als erstes, was jetzt kommt, ist die Welt der Pilze, Biologie, Lebensraum und die Bedeutung der Pilze. Danach kommt Andreas mit der Signatur, Magie und Mystik des Pilzwesens. Heute homöopathische Begegnung mit Bovista. Morgen mit Psilocybe semilanciata, also dem spitzfädelnden Kahlkopf. Wie gesagt, nur für die, die möchten, ist kein Zwang. Dann gibt es die schamanische Begegnung mit dem Pilzwesen. Heute der Bovista, ich bin ich. Und morgen der Psilocybe, du bist mich. Dann gibt es von Andreas die Arzneimittelbilder zu Bovista, Agaricus heute und Psilocybe und Candida morgen. Dann werde ich euch noch kurz was erzählen zur Chemie der Erleuchtung. Also was sind das für Stoffe, die da drin sind in den Pilzen und was machen die mit uns oder mit unserem Gehirn oder mit unseren Zellen. Dann geht es noch kurz um die Biologie und die Bedeutung der Vernetzung. Ich glaube, die Vernetzung ist so dieses ganz große Thema der Pilze. Genau, ich werde ein bisschen was zur Biologie erzählen und Andreas dann nochmal zur Bedeutung im übertragenen Sinne. Ja, die Welt der Pilze. Martin hat es ja schon angedeutet, ein bisschen vorweggenommen. Genau, viele denken, die Pilze sind Pflanzen, sind sie aber nicht. Sie sind weder Tiere noch Pflanzen. Also das sind jetzt übersichtshalber mal die 5 Reiche, in die die Lebewesen so eingeteilt werden. Diese Einteilung ist immer so ein bisschen umstritten. Der eine macht es so, der andere so. Aber Fakt ist, dass die Pilze von den Pflanzen und Tieren verschieden sind. Und vielleicht auch noch spannend ist, dass sich die Pflanzen und das gemeinsame Reich von Tieren und Pilzen irgendwann getrennt haben und die Tiere und Pilze erst später voneinander getrennt haben. Das heißt, Tiere und Pilze sind näher miteinander verwandt als die Pilze jetzt mit den Pflanzen. Das finde ich ganz spannend. Genau. So, und wie gesagt, einfach weil sie so schön sind, ja. Also ich glaube, es gibt kaum was, was in so vielen Facetten sich uns zeigt wie die Pilze. Manchmal total unscheinbar, manchmal gar nicht sichtbar, weil so klein, dann total auffällig und man möchte ja fast denken, dass das irgendwie eingefärbt ist, ne? Aber es ist nicht. Die Pilze sehen tatsächlich so aus, wie sie aussehen. Finde ich ganz spannend. Auch wieder sowas, wo sie uns diese ganz verschiedenen Aspekte spiegeln, die wir auch in uns selber haben. Wir sind ja auch nicht alle nur rot oder gelb, sondern wir haben ja diese ganz verschiedenen Teile in uns. Ja, und es gibt jetzt nicht nur verschiedene Farben, sondern die reichen auch von ganz verschiedenen Größen. Also das ist ein Blatt in Nahaufnahme. Und die Pilze, die ihr da seht, wachsen auf diesem Blatt, so ganz, ganz winzig. Dann habt ihr welche, die sind ein bisschen größer. Zum Größenvergleich habt ihr die Ameisen so daneben. Wächst hier auf so einer moosigen Gegend. Und dann gibt es noch ein bisschen größere Pilze. Die werden dann so, also das ist eher selten, ja, bei denen, die die Fruchtkörper so ausbilden, wie in der Art, dass die tatsächlich so groß werden. Der größte Fruchtkörper, der gefunden wurde, ist glaube ich an die 10 Meter, allerdings nicht so eine mit einem Ständer, sondern es ist so ein Baumpilz, irgendwo in Asien. Genau, der ist ungefähr 10 Meter und sehr, sehr alt, ist aber eher die Seltenheit. Genau, das Besondere an den Pilzen ist, dass sie eben überirdisch diesen Fruchtkörper ausbilden, den wir ja alle kennen. Wenn wir im Wald gehen, Pilze sammeln, dann erkennen wir die Pilze an diesen Fruchtkörpern, die ja, wie wir gerade gesehen haben, ganz unterschiedlich ausgebildet sein können. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich weiß gar nicht, wer das vorhin gesagt hatte. Theresa vielleicht? Weiß nicht mehr. Ne? Also die Pilze, sind, die wir oberirdisch sehen, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Der größte Teil, ca. 90% des Pilzorganismus, befindet sich unter der Erde. In Form dieses Pilzgeflechts kann man jetzt hier erstmal nur so andeutungsweise sehen, aber man sieht die Wurzeln des kleinen Bonsai-Baumes, der da ist, und in weiß hier dieses Pilzgeflecht.
Pilzgeflecht, was sich hier drunter erstreckt. Und man kann es schon so ein bisschen erahnen, ne? Dass das, was hier unten sich durch die Erde schlängelt, einen viel, viel größeren Anteil ausmacht, als das, was hier oben drüber ist. Genau. Damit man mal sieht, wie sowas im Labor aussieht, womit ich immer gearbeitet habe, wollte ich euch gerne mal zeigen. So sieht ein Pilz auf einer Petrischale aus. Das ist also dieses Myzel, was der Pilz ausbildet. Das sind also fadenförmige Zellen, die Hyphen, und dann wächst er eben dieser Vernetzung entsprechend von einem Punkt aus in alle Richtungen. Also hier ist es so explorieren, sage ich mal. Ja, wenn jetzt hier irgendwo eine Nahrungsquelle wäre, dann würde der auch gezielter in diese Richtung wachsen. Er würde sich erstmal orientieren und ausschwärmen sozusagen, und wenn er merkt, ah, da ist was Spannendes, dann geht er da nochmal besonders hin. Ja, ich finde es ganz schön, das mal so im Vergleich zu sehen, wie unterschiedlich morphologisch dieses Wesen so aussehen kann. Und jetzt gehen wir mal noch eine Ebene weiter rein, noch mal ein bisschen in die Vergrößerung. Und hier haben wir die Pilzzellen unter dem Mikroskop. Das ist jetzt so meine Welt, mit der ich immer gearbeitet habe. Hier haben wir ein ganz normales Lichtmikroskop und hier ein Elektronenmikroskop. Genau, und hier sieht man das ganz, ganz schön, ja, dass man also diese fadenförmigen Zellen hat, die alle miteinander verbunden sind, die miteinander vernetzt sind. Und der Pilz hat einfach diese wahnsinnige Taktik entwickelt, dass er durch dieses gesamte Netzwerk eben mit seinem Organismus verbunden ist. Das heißt, wenn er merkt, hier ist Nahrung, dann wird diese Hyphe hier besonders angesprochen, dann geht das Zytoplasma, also das, was in der Zelle drin ist, hier durch. Und hier werden bestimmte Enzyme produziert, sodass diese Nahrung eben verdaut werden kann. Also es ist ganz, ganz spannend. Genau, und das, was den Fruchtkörper jetzt ausmacht, das sind im Prinzip auch Hyphen, aber die sind ganz verdichtet. Also hier unten habe ich dieses Myzel, so wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Das durchwächst eben diesen lockeren Boden, das umschließt diese kleinen Teilchen. Das hat einfach eine unglaublich hohe Oberfläche einfach auch, ja, so zum Absorbieren, zur Nahrungsaufnahme. Und das, was dann in den Fruchtkörpern passiert, diese Fruchtkörper dienen der sexuellen Vermehrung. Also der Pilz vermehrt sich unterirdisch asexuell, einfach durch Zellteilung. Und oberirdisch macht er diese Fruchtkörper, wo dann auch die Sporen produziert werden. Und die Sporen können dann sozusagen in alle Winde verteilt werden. Die Pilze haben auch zum Teil ganz spannende Mechanismen dazu entwickelt. Also bei manchen haben sie herausgefunden, dass sie wie ihren eigenen Wind machen. Ja? Also aufgrund der chemischen Zusammensetzung kommt dann hier so ein kleiner Wirbel zustande und sorgt dafür, dass diese Sporen weggepustet werden. Ich meine, das ist im Vergleich zu uns, sind das jetzt kleine Bereiche, um die es da geht, sind Zentimeter, ja. Aber für diesen Pilz ist das ziemlich viel. Und das Spannende ist halt, dass es nicht der Wind von außen ist, sondern dass er den selber produziert. Genau, und ein anderer ganz spannender Pilz ist dieser hier. Man mag es nicht glauben, aber das ist der schnellste Organismus der Erde. Der hat nämlich so einen ganz interessanten Mechanismus. Hier drinnen sind diese Sporen. Und diese Sporen oder diese Kappe hier kann abgefeuert werden und dann fliegen diese Sporen in so einem kleinen Schleimfropfen, sage ich mal, so werden die so abgeschossen. Und jetzt müsste ich lügen, aber wir haben das verglichen mit einem normalen Gewehr, wenn man das abfeuert. Also das ist das Hundertfache davon. Das ist unbeschreiblich, können wir Menschen überhaupt nicht nachmachen. Ja, auch da geht es natürlich wieder nur um Zentimeter, aber ja, man muss sich das mal überlegen. Dieser Pilz ist ja nur ein paar Millimeter hoch, wächst übrigens auf Dumm, weil wir das vorhin so schön hatten, ja, und feuert dann seine Sporen so ab. Also da ist der Pilz echt ein Rekordhalter. Genau, sonst hier nochmal dieser Fruchtkörper, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und der, wie gesagt, nur diesen oberirdischen Anteil anzeigt. Ja, und weil wir vorhin bei einem Rekordhalter waren, der Rekord von den Pilzen wird noch auf einem anderen Bereich gehalten, und zwar ist der Pilz oder ein Pilz auch das größte Lebewesen bekannt, was hier auf der Erde ist. Also kein Wal oder so, sondern es ist ein Pilz, und zwar in Oregon, in einem Nationalpark.
Herr Hadimasch, genau, weiß Bescheid. Ja, genau. Und er erstreckt sich über eine Fläche von, ich glaube, 800 Hektar. Wow. Das sind ein paar hundert Fußballfelder. Also ganz, ganz spannend. Und sie haben, es ist noch gar nicht so lange her, herausgefunden, dass eben dieser Organismus wirklich ein Organismus ist, über diesen gesamten Bereich. Und der ist mehrere tausend Jahre alt, dieser Hadimasch. Also ganz spannend. Ja, hier haben wir nochmal ein anderes Bild, und zwar das von den Hexenringen. Finde ich auch ganz interessant. Auch da ist es natürlich so, dass ich hier oberirdisch diese einzelnen Fruchtkörper stehen habe und aber unterirdisch alle miteinander vernetzt sind, alle vom selben Organismus stammen. Das ist ganz interessant, wieder was das Thema Vernetzung angeht. Gehen wir dann später, wenn es um die Vernetzung geht, nochmal genauer drauf ein. Aber es ist einfach, wie so oft ist in der Natur, ne? Wie es auf den ersten Blick scheint, so ist es. Es sind also keine getrennten Organismen, sondern es ist derselbe. Und hier habe ich nochmal ein Bild von einem Hadimasch, wie der an einem Baum ist. Also das, was soll ich sagen, das Schwierige daran ist, so schön es auch ist mit diesem großen Pilz und so spannend es auch ist, halt ein Baumschädling. Das heißt, in diesem Nationalpark sind unglaublich viele Bäume von dem befallen. Aber das ist halt dieses Geben und Nehmen. Genau, dann mag ich euch jetzt eine kurze Videosequenz zeigen, einfach mal, um dieses Wachstum der Pilze nachvollziehen zu können, wie das so unter dem Mikroskop aussieht. Das ist für mich immer das, was ich so am spannendsten